Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr könnt es hier bereits sehen, das Auto ist eines der drei neuen Autos aus dem NASCAR Bundle. Das Bundle kostet 2000 Credits und natürlich die Frage, lohnt sich das? Ich zeige euch gleich alle Autos, alle Hitboxen, alle Aufkleber, alle Banner und fahre die Autos auch mal im Training. Ich würde mich daher mega über einen Daumen nach oben freuen und wenn du möchtest, abonniere super gerne meinen Kanal. Es würde mich sehr freuen und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hol dir 6% Rabatt mit dem Gutscheincode ANYART bei ARWARE. Egal ob Credits, Items oder Drops. Bei ARWARE findest du auf jeden Fall etwas für dich. Checke also nach dieser Folge die Videobeschreibung. Viel Spaß! Und da wären wir auch schon. Eine Sache vorweg, weil ich weiß, die Frage wird kommen. Ich mache das Video ohne Facecam, weil ich super viele Items zeigen werde und meine Facecam oftmals die Items einfach dann verdeckt. Das ist blöd, das will keiner, deswegen ohne Facecam. Im Itemshop könnt ihr natürlich auch schon bereits die ganzen Items des NASCAR Bundles angucken und natürlich auch den kostenlosen Trail mitnehmen, der, wie ich finde, ziemlich nice aussieht. Aber natürlich könnt ihr auch alle Items schon einsehen. Wir haben natürlich hier den Toyota Camry, den Chevrolet Camaro und den Ford Mustang. Alle Autos haben die Dominus Hitbox und unterscheiden sich dennoch etwas im Fahrgefühl. Ich habe also ein Auto, was ich geiler finde und ein Auto, was ich überhaupt nicht schön finde. Also auch da sind Unterschiede, dazu kommen wir aber gleich im freien Training. Dazu eben die Goodyear Racing Räder, also für alle rennsportaffinen Leute auf jeden Fall ein Must-Have, finde ich persönlich. Ist ein super cool, so Räder zu besitzen. Dazu natürlich dann auch zu der weißen Lackierung, die schwarze Lackierung. Da passt es dann auch natürlich hier mit der Raketenspur, mit dem Trail, Entschuldigung, auch echt cool. Und wir haben natürlich auch individuelle, naja, Aufkleber, wahrscheinlich aus der offiziellen NASCAR-Season, der, ja, weil hier sind natürlich auch lizenzierte Sachen drauf, wie hier Oscar Mayer. Also verschiedene Sachen, die natürlich auf den offiziellen Autos auch so drauf sein werden. Und da gehen wir mal eben kurz schnell durch, ja. Ich weiß, ihr habt das alles natürlich schon gesehen, eventuell hier mit Shell unter anderem drauf. Aber ich kann euch auch schon mal sagen, eine Sache finde ich richtig cool, und zwar hier M&Ms. Für mich als, naja, jemanden, der super gerne nascht oder hier auch eventuell im McDonald's-Style. Also, das ist schon ziemlich cool, das kann man sich schon mal gut gönnen. Ich finde sowas echt lustig irgendwie und auch cool. Dazu eben dann die passenden Banner auch noch. Ja, dasselbe in grün im Prinzip, nur als Bannerform. Hier M&M, da McDonald's. Aber darum geht's gar nicht, das könnt ihr alle selber auch schon einsehen. Und jetzt erstmal zur Hauptfrage, lohnt sich das Bundle überhaupt? Und da könnt ihr vielleicht gerade auch schon sehen, hier das Lamborghini-Bundle, was ich vor kurzem vorgestellt habe. Ein Auto, ein Aufkleber, zwei Antennen. Also das war wirklich alles schon sehr wenig im Vergleich für denselben Preis, drei Autos und so viele Banner und Aufkleber zu bekommen. Das ist schon ein gewisser Mehrwert. Ob das Ganze jetzt überteuert ist oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Sind eben immerhin 2000 Credits, also knapp 20 Euro. Bei meinem Partner ARWARE und mit dem Gutscheincode ANYART spart ihr 6% auf euren Einkauf. Da einfach Credits einkaufen, ein bisschen was sparen. Dann macht das Ganze preislich vielleicht noch ein bisschen mehr was her. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es lohnt sich meiner Meinung nach. Kommen wir aber jetzt mal zu den Autos, ja, zu meinem NASCAR-Bundle. Und ich habe aktuell den Mustang equipped. Wir können aber noch mal ganz kurz reinschauen. Und zwar hier der Dombo Genie, den ich auch schon mal im anderen Video gezeigt habe. Die beiden Autos wirken für einen Dominus-Hitbox natürlich sehr groß. Ich muss aber auch sagen, der Lamborghini war schon groß, aber der Mustang und die NASCAR-Autos, holy shit, das ist wirklich eine andere Dimension. Natürlich hier die drei Autos, ich will euch nur mal kurz zeigen, ihr könnt die Aufkleber natürlich nur für die jeweiligen Autos equippen und ihr könnt keine Farbe ändern, ihr könnt nur die Räder auswählen, ihr könnt alle Raketenspuren auswählen, kein Dachaufsatz, keine Antenne, jede Zeugexplosion und jeden Trail, auch hier dann den, zum Beispiel den NASCAR-Trail, können wir mal kurz equippen. Und eben der Motorsound. Hört bitte mal diesen geilen Motorsound an. Ist auf jeden Fall, man muss schon sagen, echt richtig cool. Das macht schon einiges her. Und wir gehen jetzt mal ins freie Training rein. Hier der Ford Mustang ist auch, wie man sehen kann, auch in der Bewegung schon unfassbar lang. Ja, Unterboden kann man auch mal hier abchecken. Interessiert auch immer viele, wie es aussieht.
Ja, ein bisschen polygonarm, meiner Meinung nach. Könnte ein bisschen cooler aussehen. Aber die Autos sind wirklich sehr lang und fühlen sich eben auch so an. Aber man muss natürlich immer bedenken, es ist eine Dominus-Hitbox. Und zur Frage, ob sich das Bundle auch lohnt spielerisch, dazu kommen wir dann gleich. Wir haben ja eben schon geklärt, alleine von den Items lohnt es sich auf jeden Fall. Aber spielerisch kann ich insofern sagen, wenn du Dominus-Hitbox oder Dominus-Main fährst, ist das Bundle auf jeden Fall nicht schlecht für dich. Wir gehen aber mal kurz hin und wir wechseln mal ganz kurz das Auto, denn eine Sache will ich euch ganz gerne nochmal zeigen. Und zwar, wir haben den Mustang ausprobiert, wir haben hier den Camry, den können wir auch nochmal kurz ausprobieren. Aber auch der wirkt, naja, sehr lang. Bei der Vorwärtsrolle merkt man das richtig. Also das ist unfassbar lang. Hier der Unterboden sogar noch ein bisschen schlechter, meiner Meinung nach. Aber auch okay. Also ich persönlich, ich bin momentan eher auf die Octane-Hitbox eingestimmt. Und ich bin ehrlich zu euch, mir ist das alles zu lang und zu groß. Also ich fahre auch gerne Dominus, aber Dominus fühlt sich wesentlich kleiner an als das hier. Lamborghini war auch schon extrem lang vom Gefühl her. Und das ist einfach meiner Meinung nach ein bisschen too much. Also, wir gehen aber jetzt nochmal und kommen zum Ultra-Krassen. Und zwar, wir gehen wieder auf die Garage, wir gehen auf die Autos und wir wählen den Camaro. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Camaro fühlt sich nochmal länger an als die anderen beiden Autos. Also, ja, hier, also das ist doch kein Auto mehr. Schaut euch das mal an. Es ist unfassbar. Das ist, also wirklich, wenn man spielt, du denkst, du kommst auf den Boden auf irgendwie. Das ist wirklich kein Auto mehr, das ist eine Limousine. Und auch natürlich beim Ariel, ich habe da wirklich absolut Probleme mit, irgendwas hinzubekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich persönlich komme mit diesen langen Limousinenautos überhaupt nicht klar. Mit dem Camry und mit dem Mustang noch ein bisschen mehr, aber hier mit dem Camaro. Nein, nein, nein. Wir gucken den Unterboden kurz an. Auch hier, der ist ähnlich wie der vom Camry. Also, bei aller Liebe und ja, also ich kann euch sagen, abschließend natürlich, wenn ihr Dominus fahrt, holt euch das Bundle. Es kann sich auf jeden Fall lohnen. Aber ganz ehrlich, Leute, das Fahrgefühl ist ganz, ganz grauenvoll. Also, bei dem am schlimmsten Mustang und Camry gehen auf jeden Fall klar, das kann man sich schon mal gönnen. Aber ja, vielleicht, ich kann es euch vielleicht ein bisschen erleichtern, habt ihr den Lamborghini geholt? Wenn ja, dann könnt ihr bei diesem Bundle auch auf jeden Fall zuschlagen. Heißt nicht dasselbe und trotzdem halt ziemlich cool, mehr Items, mehr Aufkleber, mehr Banner. Und die Autos fühlen sich halt ähnlich an wie der Lamborghini auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen, aber ganz, also wenn du wirklich Octane Main bist und so, nein, dann würde ich sagen, nee, nice to have auf jeden Fall, wenn du das Geld nicht vermisst, hol es dir auf jeden Fall. Aber um damit zu fahren, da muss schon wirklich, also bei mir einiges passieren und ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon. Also ich werde die Nesca-Autos nicht fahren. Aber natürlich im Gegensatz zum Lamborghini Bundle, es lohnt sich im Vergleich auf jeden Fall, aber nur im Vergleich. Alles Weitere würde ich euch persönlich von abraten, deswegen gerne eure eigene Meinung bilden, ist eben auch nur meine subjektive Meinung. Gerne in die Kommentare schreiben, ich bin super gespannt, was ihr schreiben werdet und was ihr sagen werdet zu dem Bundle. Ich kann es wirklich kaum erwarten, weil ich habe da wirklich eine zwiegespaltene Meinung zu. Ja, ich bin gespannt, wir gehen nochmal kurz zurück, denn eine Sache will ich euch ganz gerne nochmal zeigen. Und zwar eine Frage, die wahrscheinlich auch ganz oft in den Kommentaren stehen wird. Und zwar, kann man die Goodyear-Räder eigentlich auch auf andere Autos draufpacken? Dazu suchen wir einmal nach Goodyear und wir sehen nix. Das heißt, die Räder kannst du nicht auf andere Autos draufpacken. Das finde ich persönlich auch sehr schade. Die kannst du halt wirklich nur hier auftragen. Das finde ich persönlich sehr schade, weil ich finde die Räder echt cool und ich finde, man könnte die eventuell auch auf andere Autos draufpacken. Warum denn eigentlich auch nicht? Aber es kann natürlich immer auch sein, dass es Lizenzgründe hat oder so. Also ich will da auch jetzt nicht irgendwie rummeckern oder so. Ich kenne mich da nicht aus und wir gehen mal kurz zum Trail. Den kannst du nämlich komischerweise draufpacken, ja? Also Trail geht, Räder aber nicht. Also es muss irgendwas lizenzmäßig
damit zu tun haben. Anders kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, ich bin super gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir also super gerne in die Kommentare. Habt ihr das Bundle schon geholt? Wenn ja, gefällt es euch? Wenn nicht, holt ihr es euch? Oder eben auch gar nicht. Wir sehen uns auch schon bald wieder, denn bald kommt das Formel 1 Auto. Heißt, in 2-3 Wochen ist es schon soweit mit dem nächsten Video. Bis dahin erstmal Dankeschön fürs Dabeisein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir hören uns, ja? Macht's gut, bis dann, haut rein und Tschüssikowski.